So, meine Freunde, damit ein herzliches Willkommen zum allerersten Teil von Project Quarantine. Ja, Leute, was kann man dazu sagen? Es ist ein auf jeden Fall neues Spiel. Ihr seht es schon wahrscheinlich, wenn ihr einigermaßen oben rechts, ja, das seht ihr jetzt wahrscheinlich eher weniger, vor allem weil die Cam auch davor ist. Ihr seht es selbst vielleicht. Es ist ein sich in der Re-Alpha befindliches Spiel, was man eigentlich so als erstes als, man kann eigentlich sagen, Extraction-Shooter à la Escape from Tarkov, aber auch mit einer Mischung aus Ground Branch, so, ja, Tactical Mil-Sim-Shooter vergleichen kann. Weil wir werden auf jeden Fall in diesem Spiel viele Extractions machen. Allerdings werden wir hier zumindest in der Pre-Alpha jetzt aktuell erstmal nicht PvP betreiben. Denn das Ganze ist noch aktuell die Demo-Version. Und ich glaube, die Demo-Version, ja, ist so quasi die Pre-Alpha des Spiels, bevor es dann in die Early Access geht. Und ja, das Ganze befindet sich aktuell noch richtig hart in der Entwicklung. Das bedeutet, es kann sich noch sehr vieles verändern. Es wird auch noch wahrscheinlich sehr vieles dazukommen. Und es wird höchstwahrscheinlich auch das eine oder andere irgendwann entfernt werden. Deswegen habe ich mir vorgenommen, Leute, schauen wir uns das Ganze einfach mal zusammen an. Und ja, wie gesagt, wir werden das Ganze ja eigentlich wie Escape from Tarkov spielen. Das heißt, wir werden mit einem Loadout in die Spielwelt reingehen. Man kann sich aussuchen, ob man mit der Default, also mit der Standard-Loadout reingeht oder mit einer eigenen Loadout. Das Ganze ist so ein bisschen wie die PMCs und die Scavs, also die beiden Optionen. Die Default-Loadout sind quasi die, die Scavs, das heißt, man kann zwar looten, aber man kann nicht wirklich was rausholen an Loot, beziehungsweise, ja, es ist schwierig zu erklären. Natürlich kann man bei Escape from Tarkov Loot rausholen, so ist das nicht, aber man kann halt hier in diesem Spiel, wenn man Default auswählt, kein Loot rausholen. Man kann die Extractions machen, ganz normal. Man kann auch, wie ihr hier seht, irgendwelche, ja, ich sag mal, irgendwelche Contracts machen, also irgendwelche Aufträge, wie zum Beispiel hier Collect the File, also wir müssen irgendwas einsammeln dann und dafür kriegen wir Geld und mit diesem Geld können wir uns hier an der Stelle unser eigenes Loot kaufen. Ihr seht es wahrscheinlich selber, das Ganze ist zumindest aktuell noch nicht wirklich ausgereift, es gibt noch nicht sonderlich viele Waffen. Im eigentlichen Feld draußen gibt es natürlich mehr Waffen, zum Beispiel gibt es eine Orsis T5000, also eine richtig krasse Sniper, habe ich gesehen. Es gibt AKs, es gibt AUGs, also die AUG, die haben wir hier auch nicht gerade gesehen. Und ja, ich weiß natürlich nicht, inwiefern das Ganze noch erweitert wird. Ich denke mal, das wird noch einigermaßen erweitert, also von den Items her jetzt. Und es würde natürlich auch keinen Sinn machen, wenn man jetzt wirklich alles hier kaufen könnte und im Grunde eigentlich nur die ganze Zeit Default-Loadouts ausrüsten könnte, um nichts zu verlieren quasi. Und dann hier mit dem Geld, was man erbeutet hat, hier die ganzen Sachen kaufen, die man auch draußen findet. Das wird ja nicht sonderlich viel Sinn machen, aber gut, sei mal dahingestellt. Ja, und was kann man noch zu dem Spiel sagen? Das Spiel wird in erster Linie interessant für Leute, die keinen Bock auf irgendwelche PvP-Elemente haben. Ich weiß natürlich nicht, inwiefern das Ganze noch in Zukunft geändert wird, aber zumindest ist es laut Beschreibung erstmal so geplant, dass es für Leute interessant wird, die mehr Bock auf Singleplayer oder auch Koop haben. Das heißt, mit irgendwelchen Freunden gegen KI-Gegner zu spielen. Keine Angst, Leute. Man wird trotzdem auf seine Kosten kommen, weil ich habe mal das ganze Spiel ein bisschen ausgetestet. Ich habe mal eine Extraction gerade gemacht, um zu schauen, wie das ja performancemäßig läuft. Und ich muss sagen, Leute, die Bots, die hauen schon teilweise ganz schön rein. Es ist natürlich, wie gesagt, noch alles in Entwicklung. Das heißt, die KI, die kann auch noch extremst angepasst werden, denke ich mal, irgendwann in naher Zukunft oder vielleicht auch ferner Zukunft. Keine Ahnung, weil das Entwicklerteam ist nicht sonderlich groß. Aber es ist aktuell zumindest schon so, dass die nicht gerade ohne sind. Das heißt, wir können hier höchstwahrscheinlich echt heftig aufs Maul kriegen. Und ja, das sollte ja eigentlich auch so sein, weil so Extraction-Shooter sollten, wenn sie Hardcore-Tactical sein sollen, natürlich auch einigermaßen schwer sein.
So Leute, ihr seht schon selber, wir haben jetzt aktuell eine Pistole. Ich habe schon, wie gesagt, eine Extraction gerade gemacht. Das heißt, wir haben ein bisschen Geld bei uns. Das bedeutet, dass wir mit einem Loadout schon reingehen können, beziehungsweise wir können uns schon was kaufen. Allerdings werde ich mir nicht allzu viel kaufen. Ich werde mir ein Backpack kaufen auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir... Warte mal, Backpack-Container können wir uns kaufen. Den haben wir, glaube ich, noch nicht. Kostet 550. Wir haben jetzt aktuell 7000 Dollar. Also fast 8000. Das Ganze soll auch nicht wie in Escape from Tarkov irgendwie in Russland spielen oder so. Sondern wirklich in den USA. Fragt mich nicht warum, aber es ist so. Und ja. Ja, vielleicht ein besseren Helm. Können wir uns auch noch kaufen einmal. Und ja, Pistol Grip vielleicht. Dass wir vielleicht für unsere Pistole ein bisschen was Cooleres haben. Das natürlich jetzt auch nicht. Buttstock für die Pistole. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob unsere Pistole damit kompatibel ist, aber ich mach's einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Hier die, der Orsis T5000 Pistol Grip. AKM. Und. So, jetzt können wir eigentlich mal hier Backpack ausrüsten, damit wir ein bisschen mehr Loot mitnehmen können. Headgear. Ja, das können wir natürlich nicht machen. Hat ja auch keinen Sinn gemacht. Es wäre auf jeden Fall cool, wenn man sehen würde, mit welchen Waffen das kompatibel ist. Ja, Vendor. Dann können wir uns wenigstens vielleicht noch irgendwie eine Tactical Rig kaufen, damit wir ein bisschen mehr mitschleppen können. Und ich weiß nicht, ob die Armored Vest Sinn macht, aber die können wir auch nochmal ausprobieren. Genau hier. Tactical Rig. Armor nehmen wir mit auf jeden Fall. Habe ich Bock drauf. Ja, und ich glaube, so eine Pistole reicht eigentlich erstmal fürs Reingehen. Weil zumindest aktuell ist es noch so, dass die Bots nicht wirklich viel aushalten. Eigentlich. Eigentlich. Will ich an der Stelle sagen. So Leute, ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz einen kleinen Cut. Weil ich jetzt einmal ganz kurz wissen möchte, wie die Aufnahme so im weiteren Verlauf jetzt funktioniert. Weil es ist ein Unreal Engine 5 Game. Es läuft nicht sonderlich stabil. Weil es halt auch ein übelstes Indie-Game ist. Trotz DLSS haben wir irgendwie nicht gerade krasse FPS. Trotz High-End-Hardware, aber gut. Ich, wie gesagt, würde es einmal ganz gerne ausprobieren, wie die Aufnahme ist. Und ich glaube, wenn es dann wirklich gut ist, dann würde ich sagen, geht's auch los. Würde ich sagen, bis gleich. So. Würde sagen, Leute, wir gehen rein. Was soll schon passieren, ne? Viel mehr als sterben können wir ja sowieso nicht. Dann mal dahingestellt. Ja Leute, wir müssen auf jeden Fall sehr vorsichtig, zumindest so im ersten Run müssen wir unbedingt unfassbar vorsichtig sein. Weil wir hier so schnell sterben können. Gerade mit nur einer Pistole ausgerüstet, das kann echt heftig böse ausgehen. Haben wir schon unseren ersten Container für Loot. Oh, MP5. Tech-9. Ah, kann man so gar nicht mitnehmen. Perfekt. Und ihr seht auch schon selber, selbst das Inventar ist ziemlich an Dings orientiert. Und Escape vom Tarkov. Tarkov. Nehmen Sie mal mit erstmal.
So, die Max, die sollten wir auch in unser Rig stecken. Alle am besten. Erstmal. Weg. Oh fuck. Ja, die Waffe kann man anscheinend auch noch nicht mal irgendwie im Feuermodus wechseln. So, ich glaube, die Gegner, die werden auch attracted dadurch, dass wir jetzt geschossen haben. Das heißt, es kann sein, dass hier gleich welche auftauchen. Was ich jetzt eigentlich nicht hoffe. M4. Würde ich gerne mitnehmen. Oh, bitte. Wenn wir jetzt erschossen werden, wäre das sowas von scheiße. Und weg. Weil gerade so am Anfang, Leute, da müssen wir unfassbar aufpassen. Ihr seht schon selber, es ist jetzt hier noch nicht unbedingt bugfrei. Können wir das irgendwie hier M-Löser können wir nirgendwo dran packen anscheinend. Ne? Nee. Das Ding können wir auch nirgendwo dran packen. Ach Leute, ich will nicht. Eigentlich ist es hier echt zu ruhig, ey. File collected. Jetzt müssen wir nur noch extracten irgendwie. Und das ist am anderen Ende der Map. Das heißt, es wird jetzt echt witzig, dahin zu kommen. Hier werden auf jeden Fall einige Gegner sein. Hatte ich zumindest sehr oft schon. Ich glaube, da hinten könnte einer sein. Oder auch nicht. Man sieht es halt wirklich sehr schlecht durch die Rohre. Aber da bin ich auch schon durch erschossen worden. Vielleicht bringt der Schalldämpfer ein bisschen was, ich hoffe es. Ja, da hinten rennt schon der erste Gegner. Soll er nur herkommen? So ein Witz, ey. Zwei Stück, natürlich.
Junge, wieso sterben die nicht? Die halten viel zu viel aus, obwohl die keine Rüstung haben. Der ist auch tot. Von hinten kommt keiner, ey. Das habe ich auch schon mal gehabt. Ich will jetzt hier auch nichts riskieren, wirklich. Genau deswegen nämlich. Ich komme nämlich immer nur angeschissen, wenn man gerade aus der Deckung kommt. Wir übertreiben komplett gerade. Was ist hier los? Nein, renn. Boah, Junge, es ist unangenehm. Ihr seht schon selber, wie viele Gegner hier einfach sind, ne? Und die können uns so schnell wegknallen. Habe ich echt keine Lust zu. Wo ist denn der eine Typ, der da hinten gerade war? Ist doch nicht weg jetzt. Dann trauen wir uns mal, würde ich sagen, ne? Noch eine Tech 9. Eine Augdichter, glaube ich. Würde ich gerne mitnehmen. Oh, sogar mit Holo-Zeit. Ah, die kann ich nicht mitnehmen, die Scheiße. Sollen wir erst abmachen, das Ding? Ich will wenigstens den
Silencer abmachen davon. Suppressor meine ich. Hotstock, warum nicht? Nein. Wo? Wo? Oh, sowas hasse ich, ne? Die schießen und zeigen sich nicht mehr. Fucking hell, ey. Ding hat viel zu hohen Rückstoß, ey. Ich will da hinten nicht hinrennen, rechts. Da ist doch bestimmt einer, Mann. Nee, doch nicht. Och, Mann, ey. Na, es ist die Augen natürlich auch nicht da mehr. Da liegt jetzt natürlich alles da, wo der scheiß Gegner ist. Oder die Gegner, oder wie viele auch immer das sind. Hier kann so viel passieren gerade. Ich habe echt keinen Bock, das zu verlieren jetzt. Alles. Kann das sein, dass dann immer dunkler wird? Was ist der Pisser denn jetzt, ey? Zu weit weg. Werden wir uns noch den Container da drüben einmal schnappen? Ich hoffe nicht, dass das uns zum Verhängnis wird jetzt. Da ist eh nicht so krasses Zeug drin jetzt. Munition überwiegend. Ja, ich weiß nicht, irgendwie ist die Runde ein bisschen arm an Waffen. Also an Loot, so an sich finde ich irgendwie. War vorher besser irgendwie.
Sagen, wir gehen jetzt aber erstmal weiter. Scheiße. Er hat doch gerade schon geschossen, der Typ, oder nicht? War das nicht der? Ach, wir kommen hier gar nicht weiter. Oder? Sieht nicht so aus. Scheiße. Tja, müssen wir wohl dadurch irgendwie. Nicht mal wisst du, wo der. Bin auch leider kein Einzelschuss machen, Leute. Slayer, toll. Ich glaube, die Tageszeit verändert sich wirklich dynamisch hier, Alter. Sehr krass. Ja, bei manchen Waffen weiß ich nicht. Da kann man irgendwie keinen Feuerstoß oder irgendwie Feuermodus allgemein wechseln. Auch bei den MPs nicht. Ich will eigentlich gar nicht looten, ey. Ehrlich nicht. Ich dachte schon jetzt, ey, dieses scheiß Symbol da. Sieht immer so komisch aus, wenn das sich bewegt. Oben links. Ja, der hat auch nur Scheiße. Ich vergesse immer, dass man auch springen kann, um drüber zu kommen. So, da hinten müssen wir irgendwie hinkommen. Eigentlich. Ich wette, hier kommt gleich irgendeiner von hinten, ey. Oh, der hat auch anscheinend eine richtig coole Waffe, mit Schalldämpfer zumindest. Oh Mann. Ich versuch's jetzt einfach mal. Der hat. Er sieht schon selber, Leute, so von dem vom Loot her von den Gegnern her ist das auch so mager teilweise. Hoppen. Was hat der denn für eine Waffe? Ach so, ne. Komische AK, die aber total broke ist irgendwie. Naja, dann nehme ich lieber meine AUG. Ein volles Mag haben wir noch. Und eine halbvolles. Ich würde gerne das Dings mitnehmen. Den Suppressor wenigstens. Das Mag brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Den Vertical Grip. Das Ding noch. Den Suppressor. Warum hält der die Waffe so komisch vorne? E-Morg nicht mehr.
wir sind schon fast da. Aber ein Stück haben wir noch. Ich glaube, da hinten steht noch ein Gegner. Oder? Nee, noch nicht. Es ist zu leer hier. Zu ruhig. Vor dem Scheiß nicht so wirklich gerade. Wir können natürlich rein theoretisch, glaube ich, auch noch immer looten hier. Also bis jetzt ist hier noch nichts auf Zeit. Das heißt, vielleicht sind hier noch irgendwo Container und wir kriegen noch irgendwie so eine Orsis oder so. Das wäre echt mega geil. Weil die hätte ich schon gerne, ey. Das ist echt ein richtig geiles Teil. Nein! Nein! Oh mein Gott. Er ist tot. Ey, ihr seht es schon selber, Leute. Die Bots sind teilweise so heftig. Die sehen einen schon von 50.000 Meter. Und das teilweise von Stellen, wo man denkt, man hätte eigentlich schon geklärt. Aber ich meine, solche Spiele müssen auch schwer sein. Sonst hat man ja dieses Adrenalin-Gefühl nicht. Wisst ihr, was ich meine? Gerade wenn man so Angst hat, seinen Loot zu verlieren. Das ist so ein spezielles Gefühl. Das macht solche Games einfach aus. Selbst wenn es nur gegen Bots ist, Leute. Aber das ist teilweise so geil. Das ist ja auch das, was DayZ und so ausmacht. Wisst ihr, was ich meine? Der hatte nur eine Tech-9, glaube ich. Kann das sein? Na komm, lohnt sich nicht, den zu looten, ey. Scheiß drauf. Wichtig sind so Container und so, aber das Problem ist, ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Ich hoffe auch, dass man in naher Zukunft oder irgendwann in ferner Zukunft vielleicht, keine Ahnung, auch noch richtige Sachen looten kann, wie bei Escape from Tarkov oder so. Ah, hier ist noch ein Container, guck mal. Oh ja, das sieht schon geil aus. Noch ein Linksbumskirchen. Aber auch wieder nur Max, ne? Pro Mag, 30 Round. Wir können immer die leeren Dings hier austauschen eigentlich. Ja, aber wirklich gelohnt hat sich der, ich finde, der wirklich richtig gelohnt hat sich das nicht hier, der Run bis jetzt. Also da hatte ich schon irgendwie, da war mein letzter Run war wirklich besser da teilweise. Muss ich ehrlich sagen. Also es ist auch immer abhängig, so finde ich. Glaube ich. Ich glaube, da hinten sind noch Gegner, aber ich hoffe, die sehen mich jetzt nicht von der Entfernung. So schnell zumindest. Weil jetzt müssen wir nämlich hier nach links, um zu extracten. Aber das Problem ist, hier ist jetzt so viel Open Field. Hier kann jetzt richtig viel passieren. Ich versuche es jetzt einfach. Weil ich finde, wir haben jetzt fast eine halbe Stunde rum. Ist eigentlich eine gute Zeit, um jetzt den Part zu beenden. Extracting. Fertig. Survived. Successfully extracted. Good job. Exit. Up inside out. Ja Leute, und das ist Project, also bis jetzt, Project, ich vergesse ständig den scheiß Namen vom Game, Project, Quarantine, so. Ich hoffe, die ändern den Namen auch noch, ey, das ist so ein, ich weiß nicht, ich finde den Namen irgendwie scheiße. So, wie sieht's denn mit dem Loot aus, haben wir das jetzt alles? Ja, wir haben es alles rausgeholt, perfekt. So, Stash, da können wir eigentlich erstmal die ganzen AK-Max. Sind doch 7, 6, 2x39 sind doch AK, ne? Zumindest war es in DayZ so. Die ganzen AK-Max können wir mal rausholen. Den Shylancer.
können wir das Ganze auch ein bisschen strukturiert machen, finde ich. Ich weiß jetzt gar nicht, kann man die Sachen auch irgendwie drehen? Das wäre auch ganz cool, wenn man die mal drehen könnte. Ich weiß aber nicht wie oder ob das überhaupt geht. So, hier tun wir die ganzen Max hin, hier oben rechts. EOTech, hier unten können wir eigentlich die ganzen Attachments dran tun. Hier können wir die Laser hin tun oben. Was ist das? Rips können wir hier hin tun. Munition können wir hier hin tun. Silencer hier hin. AKM 5 mit 9x19. Können wir alles hier hin. Ja Leute, ihr seht schon selber hier auch die Schriften und so. Das ist alles noch buggy. Also es wird hoffentlich alles noch gefixt. Aber gut, das Spiel ist auch noch so früh. Also es ist wirklich noch eine Pre-Alpha. Ich bin wirklich mal richtig gespannt, wie das mal aussieht, wenn das mal wirklich full released wird. Also wenn es wirklich fertig ist. So, die ganzen Buttstocks können wir hier oben hin. Ach, die Buttstocks, sorry, schon die Grips meine ich. Die können wir da hin tun. Hier tun wir die M4 Max hin. Was ist das hier? OMAG. Ah, ich glaube, das ist so für die Tech 9 wahrscheinlich. M11. Keine Ahnung. Kommt mir gerade ein bisschen vor wie bei DayZ, Alter. Ja, den Buttstock, den tun wir mal hier hin. Unten. T5000 Mag. Na gut, für unsere AUG bräuchten wir unbedingt mal wieder Mags, ne? Oder Munition zumindest. Mit der M4 haben wir echt viel Munition jetzt. 5 Mags. MP5 Magazin nochmal hier. OMAG wieder nochmal. Aber es ist auch echt schwer zu sehen, wenn man hier diesen Schriftbug hat, ey. So, ich finde, rein theoretisch könnten wir die drei Mags noch lassen. Haben wir auch wieder 3000 Dollar. Die MP5. Weiß ich nicht, wollen wir die ja wegtun erstmal? Wollen wir die ganzen Waffen erstmal unten hin tun? Die auch, vielleicht auch erstmal weg, da haben wir kaum Munition für. Aber der Stash, das muss man irgendwie erweitbar machen. Erweitertbar. Dass man halt mehr Loot hier reinpacken kann irgendwann mal. Dass man hier irgendwie so Kisten und so hinstellen kann oder so, das wäre schon ganz cool. So. Ich glaube, das war's. Wo ist eigentlich unsere Pistole? Ach da, okay. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir werden erstmal einen kleinen Cut an der Stelle machen. Dann machen wir im nächsten Part weiter. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Project Tarantino. Bis dahin.